Man kann wohl durchaus sagen, dass auch heute wieder ein historischer Tag an den Märkten ist, denn wir erleben heute aufgrund der Corona-Krise ein großes, das größte Ölmassaker, das es jemals an den Märkten gegeben hat. Und dieses Ölmassaker wollen wir uns mal anschauen und vielleicht ein bisschen auf die Bedeutung abklopfen, die das haben wird. Schauen wir uns zunächst mal an, was da eigentlich passiert ist. Wir haben ja den größten Verfall des Ölpreises gesehen, zumindest was den sogenannten Mai-Kontrakt betrifft. Sie wissen ja, Öl wird in Monatskontrakten gehandelt. Das heißt, der jetzt auslaufende, morgen auslaufende Kontrakt ist der Mai-Kontrakt, dann kommt der Juni-Kontrakt. Der Juni-Kontrakt wiederum steht deutlich höher als der Mai-Kontrakt. Es ist der Mai-Kontrakt, der so stark abverkauft wurde wie noch nie in der Geschichte. Wir haben teilweise ein Minus von 40% gehabt. Das gab es nicht mal annähernd in letzter Zeit. Es gab mal Anfang der 90er einen solchen Fall der Ölpreise, aber das ist wirklich schon absolut historisch. Wir wollen gleich mal uns anschauen, woran es liegt. Aber wir sehen hier zunächst mal das maßgebliche ETF, über das Öl gehandelt wird. USO, das Kürzel. Das ist das volumenstärkste ETF, mit dem man Öl handeln kann. Und dieses USO, das besteht aus, naja, eine Kombination dieser Kontraktmonate. Da ist ein Stück weit der Mai drin, der Mai-Kontrakt, da ist aber auch der Juni-Kontrakt drin. Und hier sehen wir diesen konstanten Preisverfall dieses USO, also dieses maßgeblichen Öl-ETFs. Und das ist insofern etwas misslich, als wir in den letzten Tagen die größten Zuflüsse in dieses Öl-ETF gesehen haben. Da haben vor allem Retail-Investoren, also Privatinvestoren, sich da massiv reingekauft und die werden heute wahrscheinlich ein bisschen schlechte Laune haben, denn man darf davon ausgehen, dass die überwiegend auf der Long-Seite unterwegs sind und dann so massiv erwischt worden sind. Und da haben manche heute sich richtig wohl die Finger verbrannt. Wenn wir uns mal die historische Dimension dessen mal wieder vergegenwärtigen, was da passiert ist. Wir haben das Tief gesehen, so um 10 Dollar. Wir haben den niedrigsten Close, also den niedrigsten Schlusskurs bei Öl, bei 10,42 Dollar gesehen. Und zwar am 31. März 1986, historisch. Und das zweitniedrigste Closing, der zweitniedrigste Schlusskurs bei Öl war 10,72. Und der niedrigste Ölkurs, der jemals verzeichnet wurde, war 9,75 Dollar am 1. April 1986. Und das ist, wenn Sie mal den Tweet unter diesem Öl, unter dieser Ölhistorie sich anschauen, das ist natürlich für einen ein bisschen ungünstig, nämlich für Sir Donald. Deswegen hat er ja versucht, die Saudis und die Russen und OPEC Plus und was auch immer zu organisieren, damit der Ölpreis wieder nach oben geht. Denn besonders in Colorado und Oklahoma, Texas, da sind viele seiner stärksten Anhänger in der Ölindustrie, das sind fast alles durchweg Republikaner, die sind starke Verfechter des Frackings, der Shale Industry, die sagen also, das kann man machen, die Umweltschäden sind vernachlässigbar, jedenfalls ist das eigentlich sein ureigenstes Klientel und wenn Trump das nicht hinbekommt, dann kann es sein, dass hier ein paar Stimmen verloren gehen, weil die so frustriert sind, weil Sid Donald sie hat nicht ausbailen können. Wir haben teilweise sogar die Situation, dass einige Ölsorten, vor allem in Kanada, wo man ja Schieferöl vorwiegend fördert zu relativ hohen Preisen, dass sogar der Ölpreis in Kanada teilweise negativ gegangen ist. Sie sehen hier Western Canadian Select mit minus 0,15 Dollar. Das heißt faktisch, dass die Ölproduzenten denjenigen, die das Öl abgenommen haben, sogar noch Geld bezahlen mussten, damit sie ihnen das Öl abnehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich absolut crazy. Wir sehen, dass auf der anderen Seite Brent-Öl, also das in London gehandelte Öl, sich deutlich besser hält. Die Abweichung ist extrem, aber wir haben ja gesehen vorhin, es gibt negative Ölpreise. Wir haben jetzt negative Zinsen gesehen, jetzt sehen wir negative Ölpreise. Jetzt ist die Frage, was wird als nächstes negativ? Die Aktienmärkte derzeit offenkundig nicht. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen. Schauen wir uns aber mal an, was es mit diesem Ölmarkt auf sich hat. Wir haben natürlich eine kollabierende Nachfrage nach Öl, klar. Lockdown in so vielen Ländern, da passiert nicht mehr viel im Flugsektor, Schiffssektor, der alleine für 8 bis 10% der gesamten CO2-Emissionen auch zuständig ist oder verantwortlich ist. Und wir sehen, dass die Kürzungen, die hier gemacht wurden durch OPEC Plus, eben nicht hinreichend sind. Wir sehen hier diese gestrichelte Linie, die steiler nach unten geht, das ist die Nachfrage. Und die obere gestrichelte Linie,
Das ist die geringere Produktion der Ölproduzenten, kommt halt nicht mit und das ist das große Problem. Und was wir oben in dieser Grafik sehen, das sind die Lagerbestände für Öl und das heißt, die Lager laufen voll. Man weiß gar nicht mehr, weil das Öl eben nicht abgenommen wird, weil die Nachfrage so gering ist. Man weiß gar nicht mehr, wohin man das Öl packen soll. Deswegen wird es oft auf Tankern gepackt, auf See. Da sind die Preise ja massiv gestiegen für diese Lagerung. Also das ist wirklich ein unglaubliches Problem für diese Ölanbieter. Und wir sehen, dass hier vor allem die Differenz zwischen dem First und dem Second Month, also dem derzeit Mai-Kontrakt und dem Juni-Kontrakt, die wird immer größer. Wenn hier die Kurve unten nach oben geht, dann wird der Abstand zwischen den beiden Preisen für Maiöl und für Juniöl immer größer. Also das ist ein Riesendrama. Insgesamt ist die Ölnachfrage eigentlich in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, seit den 70er Jahren, nie geringer geworden. In 2020 wird sie aller Voraussicht nach im Gesamtjahr geringer sein. Und zwar nicht unerheblich, so um die 8-9% im Minus wird da auf der Agenda stehen. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und das wird natürlich, wie Mohammed El Arian hier zeigt, natürlich Insolvenzen nach sich ziehen. Wir haben schon Whiting Petroleum gehabt. Wir sehen jetzt viele Ölfirmen, die natürlich in Schwierigkeiten kommen bei einem Preis, der teilweise negativ ist, wie in Kanada, kann man nicht rentabel produzieren. Die Saudis etwa, die haben so 9 bis 10 Dollar an Förderkosten. Das wäre sozusagen alles, was drüber ist, ist schon rentabel, aber sie müssen eine ganze eher nicht arbeitende Bevölkerung davon ernähren. Die Russen haben so um und bei 15 Dollar an Produktionskosten. Die amerikanische Shale-Industrie liegt jedenfalls deutlich drüber. Und wir sehen, dass Mohammed El Arian darauf hinweist, dass viele Risikomodelle eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, dass da kein Geld mehr reinkommt. Das gilt ja für den Lockdown insgesamt, dass Unternehmen plötzlich kein Geld mehr verdienen, aber eben auch für diese Ölfirmen, dass da sozusagen eine Kaskade an Verlusten entstehen wird. Wenn diese Ölfirmen pleite gehen, dann bringt das die Banken in Schwierigkeiten, die diesen Ölfirmen Kredite gegeben haben. Das ist ein Rattenschwanz. Dann gibt es Anleihehalter, die Anleihen gekauft haben, Junkbonds in etwa. Und auch die werden dann in Schwierigkeiten kommen. Also das ist ein Rattenschwanz, ein Dominoeffekt, der sich dann durch die Wirtschaft wird fressen. Wir haben jetzt, wenn Sie sich diese Tasse mal anschauen, stehen wir ja unmittelbar vor der Berichtssaison. Wir hatten in der letzten Woche schon die Banken, aber jetzt gibt es ein neues Wort, das heißt EBITDAC. Sie kennen ja vielleicht EBITDA, aber jetzt gibt es EBITDAC, nämlich Earnings Before Interest, also vor Zinsen. Taxes vor Steuern, vor Depreciation, vor der Abwertung, Amortisierung und Coronavirus, das dürfte jetzt sozusagen die neue Kennziffer werden. Was haben wir noch? Wir sehen hier die Projektionen für die Träume, die hier geplatzt sind, ein bisschen in Sachen Earnings, in Sachen Gewinne. Wir sehen hier oben die Grafik, die eigentlich vor Corona an Erwartung da war, an die Gewinne der Unternehmen und die untere Balken, das ist das, was jetzt sozusagen angenommen wird. Nach wie vor sind die Prognosen relativ optimistisch für diese Earnings Season. Wir haben heute schon Halliburton gesehen, die Aktie zunächst deutlich unter Druck, weil man klar gesagt hat, investieren wird jetzt erstmal nichts. Heute nachbörslich kommt dann IBM, morgen haben wir Netflix, Texas Instruments, am Mittwoch Tesla ist, glaube ich, verschoben worden, soweit ich jetzt mitbekommen habe, am Donnerstag dann Amazon, Intel, das werden wichtige Player werden und dann wird sich zeigen, ob die Märkte hier richtig liegen. Heute insgesamt die Aktienmärkte ja auch unter Druck, aber dann auftritt Larry Kudlow, der Schönredner von Sid Donald, der hat gesagt, ja, da ist schon das nächste Rettungspaket, da haben wir gute Gespräche mit den US-Demokraten. Politico hatte wenig vorher einen Bericht gebracht, dass man da sehr, sehr weit auseinander liegt. Jedenfalls, die Aktienmärkte glauben dem Schönredner und sind deswegen nach oben gegangen. Eigentlich erstaunlich angesichts eines solchen Ölmassakers. Und Öl ist noch so zentral, denke ich, für die Wirtschaft, für Finanzunternehmen, weil eben diese Dominoeffekte da sind, Banken, Kreditgeber etc., dass man sich schon wundern kann, wie sich die Märkte hier halten. Aber sei es drum, schauen wir uns mal zum Beispiel die Umfrage an unter der National Restaurant Association in den USA. Da wird es so sein wohl, dass die Restaurants in der Summe im April 50 Milliarden Dollar verlieren, 240 Milliarden Dollar bis Jahresende. Zwei Drittel der Belegschaft oder der in diesem Segment Arbeitenden sind schon jetzt entweder entlassen worden oder erstmal freigestellt worden. 40% der Restaurants sind geschlossen worden und 60%
Prozent sagen, die Hilfen durch die FED zum Beispiel, durch dieses Billionenprogramm, wie auch durch die Regierung, wird nicht dazu führen, dass weniger Entlassungen kommen werden. Also das sind schon desaströse Zahlen. Auf der anderen Seite sehen wir dann hier die Erwähnung von Trump, Reopen Economy, also die Wirtschaft wieder aufmachen. Der hat natürlich ein starkes Interesse, dass es irgendwie sofort wieder weitergeht. Sonst, wie gesagt, schwinden seine Wahlkampfchancen leicht. Und wir sehen, wie diese Kurve nach oben geht, exponentiell steiler als die Coronavirus-infizierten Kurven. Sehen wir hier 7,1 Erwähnungen pro Pressekonferenz, die Donald Trump ja täglich hält in Sachen Reopen Economy. Aber es wird schwer, vor allem jetzt einen Impfstoff zu finden. Das hat Fauci nochmal gesagt, wenn man so will, der Seuchenbeauftragte der USA. Der sagt, ja, also vor eineinhalb Jahren, vor einem Jahr bis 18 Monate wird die ganze Geschichte schwierig. Aber schauen wir uns mal die Märkte an. Hier sehen wir den Dow Jones, der so mittags um und bei Kasseröffnung sein Tief erreicht hat, ist ein Intraday-Tief. Dann ging es nach oben, Auftritt Larry Kudlow, everything is fine, greatest economy ever. Und wir sehen, das spielen die Amerikaner dann natürlich direkt in den letzten Minuten jetzt wieder etwas Schwäche. Die Charts sind von Capital.com. Jetzt wollen wir uns mal den deutschen Leitindex anschauen, der sich eigentlich ganz ordentlich hält, auch erstaunlich angesichts dessen, was da eigentlich passiert. Wir sehen Euro-Dollar aktuell bei 1,0870, wenig verändert. Seit heute Morgen geht es, also seit heute Mittag geht es eigentlich seitwärts. Das gilt ein Stück weit auch für Gold, das sich bei 1693 aufhält. Und wo ist jetzt der Ölpreis? Ich glaube, der ist mir entschwunden. Aber er ist gefallen. So viel kann ich sagen, meine Damen und Herren. Der Ölpreis ist heute teilweise gefallen. Ja, also das ist sozusagen jetzt einmal eine Zusammenfassung. Wir sehen sozusagen das Desaster bei Öl, dass eine Kettenreaktion hervorrufen wird. Wenn jetzt nicht bald irgendwie ein Wunder geschieht und der Ölpreis wieder nach oben geht, dann werden wir Insolvenzen und massive Kreditausfälle sehen. Und das wird eine sehr spannende Geschichte. Die Aktienmärkte halten sich dafür außerordentlich gut. Da kann man nur dazu gratulieren. Ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Abend, einen sonnigen Abend, und sage Servus und Ciao.